Müsst ihr in einem Turnierkampf gegen einen Gegner kämpfen, wollt euch dafür vorbereiten oder wollt ihr einfach nur gute Teams von einem altbekannten Veteranen in einem Tier euch irgendwie klauen? Dann müsst ihr vermutlich auf die Shotgun Replay Seite gehen und gebt dann zum Beispiel ein, ich möchte Replays von, sagen wir mal von Full Life Games, drücken einfach Search for User und dann sehen wir hier die Replays. Da werden wir zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt Gen 7 Replays haben möchte und Teams davon, dann gehen wir jetzt mal drauf, gucken mal, okay, was hat er denn hier benutzt? Ah, er hat ein Vocal Rona Team benutzt. Kleiner Hinweis, das Team ist von Platz, das findet man im Team Workshop. Guckt dann mal nach, okay, ja, was hat er denn benutzt? Er hat hier irgendwo Ice Punch benutzt, okay, aufschreiben. Und das müsste man dann fürs ganze Team machen. Man müsste alle weiteren Replays durchgehen, bis man dann irgendwann das Team irgendwie zusammen hat. Das klingt nach sehr viel Arbeit. Gibt es da nicht eine einfachere Methode? Genau die möchte ich euch heute präsentieren. Nämlich meinen Shotgun Replay Scouter. Dieser Shotgun Replay Scouter automatisiert den ganzen Ablauf, das heißt, ihr müsst nicht durch alle Replays gehen. Das Programm geht automatisch einfach durch die Replays und schreibt dann einfach auf, was für Team-Pokémon der Spieler benutzt hat und was für Attacken, Fähigkeiten und Items der Spieler verwendet hat. Zur Verwendung des Shotgun Replay Scouters geht ihr einfach runter, ladet euch den hier runter über GitHub. Das öffnet sich hier dann einfach. Hier ist dann die Excel-Datei, die ladet ihr ganz einfach runter, speichern und ja, öffnen wir. Und dann haben wir ganz einfach den Shotgun Replay Scouter. Ziemlich einfach. Um die jetzt zu verwenden, sagen wir mal, wir möchten die Gen 7 OU Replays von Full Life Games haben. Dann gehen wir einfach mal Full Life Games hier ein, packen hier ein kleines Pipe-Pin, das ist Alt-GR und die Pfeiltasten, also nicht die Pfeiltasten an sich, neben dem Links-Shift, neben dem Y, links daneben Y. Falls ihr das nicht kennt, ja, das muss man tatsächlich manchmal erklären. Dann gebt ihr dann das Tier ein, Gen 7 OU wollen wir haben. Und dann können wir einfach auswählen, wir wollen jetzt hier bei Shotgun Wiesebaut vielleicht gucken. Das gibt es leider nicht mehr, das heißt, es ergibt nicht mehr so viel Sinn. Wir wollen auf jeden Fall bei replay.pokemonshowdown.com gucken und theoretisch auch bei Google. Falls ihr auf Google nochmal gucken wollt, ob da irgendwelche anderen Replays sind, das ist eine spezifizierte Abfrage. Und dann drückt ihr einfach auf Search Replays. Hier öffnet sich dann das Fenster von Showdown. Das geht einfach jetzt runter, fragt alle Replays ab, die vorhanden sind und die auch ausgegeben werden. Und dann baut er sich alles zusammen, geht durch alle Replays, das dauert natürlich ein bisschen. Und damit haben wir dann alle Teams. Wenn wir nun zum Beispiel das Volcarona Team uns mal anschauen wollen, dann drücken wir einfach mal auf Build Team. Zack, haben wir das Team. Ziemlich einfach. Falls wir nun zum Beispiel mal alle Teams haben möchten von mir, dann geht das natürlich auch. Dann können wir einfach mal auf Replay Dump drücken, vorher. Falls ihr nur Teams von Smog Tour Servern haben wollt, also so, normalerweise sind das Turniermatches, dann könnt ihr diese Option hier auch auswählen. Dann könnt ihr das machen, aber ich habe hier gerade keine, deswegen wäre das nicht sinnvoll. Also nehmen wir die Option nicht. Drücken wir einfach auf Replay Dump, dann müssen wir den Dateinamen eingeben, geben wir mal Dateiname.txt ein. Und dann warten wir ein klein wenig, weil das dauert natürlich ein bisschen, die ganzen Moves jetzt aufzuschreiben. Und damit haben wir die Replays. Gut. Dann eine Sekunde. Und hier sehen wir den Output. Hier haben wir einfach mal kurz den Namen von der Person, die analysiert hat, das Tier. Und dann einfach hier die Teams mit den jeweiligen Fähigkeiten, mit den Items, mit den Moves. Alles mögliche, also sogar ob es ein Mega ist. Und ja, falls ihr jetzt meint, oh, das ist ja alles Text, das ist gar nicht mal so schön. Dafür habe ich auch eine Lösung. Ich habe eine Webseite dazu noch gemacht. Auf der Seite fulllifegamer.bplays.net/visualize, kann sich auch ändern, ist in der Beschreibung verlinkt. Dort habe ich den Dump-Visualizer gemacht und was ihr einfach machen könnt, ist einfach, ihr sagt, okay, wir haben einfach diese schöne Datei. Kopiert ihr einfach STRG A und STRG C. Ihr könnt das auch mit Rechtsklick natürlich machen. Und dann kopiert ihr das mit STRG V einfach rein, drückt auf Visualize, das dauert ein klein bisschen. Und dann könnt ihr einfach hier drauf drücken und habt eine kleine Visualisierung von den ganzen Teams. Hier sehen wir zum Beispiel, okay, Landorus Team, Metagross Superior, Tapu Fini, Tapu Lele, Vocarona haben wir hier auch einfach und können dann einfach mal durchgehen. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt zum Beispiel filtern, wir wollen zum Beispiel alle Teams haben, die ein Landorus Firion besitzen, drücken einfach Enter und dann haben wir hier nur die Teams, die ein Landorus Firion besitzen. Das könnt ihr natürlich mit verschiedenen Mons machen, wie auch immer ihr wollt, mit Komma getrennt könnt ihr das mit verschiedenen Mons machen und damit passt das zum Beispiel, damit ich es kurz demonstrieren kann mit Landorus Firion und Tapu Lele. Ich glaube, das schreibt man anders. So. Und damit haben wir dann die Teams, die ein Landorus Firion haben und ein Tapu Lele. Das können wir natürlich auch mit verschiedenen Replay-Dumps machen. Und sagen wir mal, wir möchten jetzt anstelle von Full Life Games Gen 7 OU auch noch ein, sagen wir mal, was Älteres haben. Wir wollen zum Beispiel
mal ein paar Old-Gen-Teams haben von, sagen wir mal, Generation 3, dann nehmen wir einfach mal McMahon zum Beispiel, der ist ein bekannter Gen 3 OE-Spieler. Und dann packen wir das einfach mal dazu. Denn man kann auch verschiedene Eingaben reinpacken. Man kann nicht nur eine Zeile machen, man kann mehrere machen. Und das geht bis, ja, bis zum Sand-Nimmerlands-Tag, würde ich mal sagen. Falls ihr übrigens auch nicht nur gefilterte Tiers haben wollt, dann könnt ihr auch einfach hier den Namen eingeben. Also wenn wir zum Beispiel von McMahon die Replays an sich haben wollen, dann klappt das auch. Ich packe jetzt einfach mal Full Life Gamer rein, weil ich A, nicht weiß, was da reinkommt und B, vermutlich wird dann nicht so viele Replays sein werden. Dann schauen wir einfach mal nach. Hier sehen wir wieder, okay, Full Life Games kommt, das kennen wir ja schon, das sind die Replays, die wir schon gehabt haben. Das dauert ein klein wenig, bis das Ganze unten ist und dann analysiert er das Ganze. Bei McMahon wird das vermutlich ein bisschen länger dauern, weil er hat vermutlich mehr Gen 3 Replays als ich Gen 7 Replays hatte. Ja, da müssen wir ganz kurz warten, bis der Showdown-Tab sich öffnet. Der es auf dem anderen Bildschirm gemacht hat, deswegen sehe ich das nicht. Würde ich mal gerade vermuten, okay. Dann dauert das jetzt eine kleine Sekunde, bis er es analysiert ist. Weil, wie gesagt, die Person sehr viel Replays hat. Ich werde dann mal kurz pausieren, bis das Ganze fertig ist. So, die Replays von McMahon werden wir dann durch. Da haben wir jetzt ganz viele schöne Gen 3 Teams. Ja, das sind wirklich einige. Also, da wird man ein bisschen was an der Sammlung aufbauen können. Und ja, Full Life Gamer haben wir anscheinend nur zwei Random Battle Kämpfe. Das ist traurig. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken wollen, okay, Gen 3. Hier sehen wir auch übrigens schön, was für ein Lead-Pokémon verwendet wurde. Und hier McMahon hat zum Beispiel dieses Zapdos-Team öfters benutzt. Dann drücken wir auf Build-Team und sehen, okay, da haben wir eigentlich fast die ganzen Movesets hier. Bis auf Skarmory haben wir eigentlich fast alles. Und das ist vermutlich dann noch ein offensiver Move, würde ich mal... Ne, oder, ja, vermutlich Whirlwind. Kommt drauf an, müsste man sich das Team jetzt genauer ansehen. Aber haben auf jeden Fall die ganzen Moves hier schon. Und wenn wir dann sagen wollen, okay, das sind die ganzen, die wir haben wollen, dumpen wir das einfach mal, drücken einfach wieder auf Dump. Drücken wir auf Team Dump, machen wir Team Dump 2 und damit warten wir ein bisschen. Das kann jetzt natürlich wieder ein bisschen dauern, weil Gen 3 Kämpfe von McMahon wirklich zahlreich sind. Also keine Angst, das kann normal, wenn ihr sehr viel habt, auch so locker 10 Minuten dauern. Einfach abwarten, ich pausiere auch, bis es fertig ist. Und nachdem es dann fertig ist, wird dann einfach ausgegeben, Replays verdammt und wir haben den Team Dump. Den können wir dann auch direkt mal öffnen, das mache ich einmal ganz kurz auf dem anderen Bildschirm. So, da haben wir den auch. Wenn wir runtergehen, dann haben wir ja auch die ganzen McMahon Replays und wenn wir uns das natürlich schön ansehen wollen, dann packen wir das ganz einfach wieder hier rein, drücken auf Visualize, warten natürlich ein klein wenig, weil das kann ein bisschen dauern, weil das sind sehr viele Replays, drücken hier drauf und finden dann hier die ganzen schön visualisierten Daten. Hier haben wir dann zum Beispiel hier dieses Team, ja, das ist jetzt nicht so detailliert, weil das hat nicht so viele Replays, aber wie gesagt, das Zapdos Team zum Beispiel, also zum Beispiel, zumindest die Zapdos Team, das hat auf jeden Fall schon viel detaillierte Sachen. So kann man natürlich dann von vor allem älteren Gens sich schön Teams holen, weil da sind die Spiele etabliert, die ziemlich gut da drin sind. Da ist nicht mehr viel Veränderung und da kann man auf jeden Fall davon profitieren. Aber auch wenn ihr gegen den Gegner jetzt bald kämpfen wollt und einfach mal sehen wollt, was spielt ihr denn generell so für Spielstile, was hat er so für Teams, vielleicht benutzt ihr ein selbes Team, also ein Team einfach zweimal, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal einen großen Vorteil. Das kann natürlich euch alles helfen und ja... Ich würde mal sagen, es ist ein gutes Tool und ich hoffe, es wird euch auch hilfreich sein. Dieses Tool ist eigentlich auch schon seit längerem existent, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, es zu veröffentlichen. Die Begründung steht hier im Thread, falls ihr es durchlesen wollt. Anfangs wollte ich niemandem diese Macht geben, aber wenn Leute auch, die nicht ich bin, diese Macht haben und die dann an nur gewisse Leute weitergeben und nicht, ich behalte es einfach für mich und nutze halt einfach nicht, dann muss ich das leider auch veröffentlichen. Aber jetzt hat jeder den Vorteil, das ist alles okay und ja. Ich hoffe mal, ihr werdet Spaß damit haben. Ja, hier ist zum Beispiel schön Gen 4 Kämpfe. Oh, Lead Machamp, oh, das würde ich doch niemals benutzen. Und hier einfach mal eine Liste von all meinen Replays, was sehr viele sind. Also, wenn ihr sehr viele Replays dumpen werdet, dann einfach... Nicht wundern, dass es lange dauert und ja, das wäre es dann auch. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, vielleicht steht, jetzt hier, steht es hier im Thread nochmal detaillierter auf Englisch. Ist wie gesagt verlinkt in der Beschreibung und ja, ich würde mal sagen, das war dann mein kleines Video zum schon Replay Scouter. Wie gesagt, cooles Tool, was ich mal programmiert habe und ja, damit verabschiede ich mich dann mal. Bis dann und ciao.